بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، إذا بتنبوخ العربية بين يديك، الأسرة الوحدة الثانية، الدرس الرابع عشر من der 14. لكتسيون، التراكيب النحوية. Tarakib bedeutet sowas wie Kombinationen. An-Nahwiyya von Nahu. Nahu bedeutet Grammatik sozusagen. Im Arabischen teilt sich die Grammatik in zwei Teile. Und zwar Nahwiyya oder Nahu und Sarf. Sarf hat eher mit dem Wort selbst zu tun. Also zum Beispiel, wie bekomme ich, oder das Wort zu konjugieren zum Beispiel. Wie zum Beispiel helfen, der Helfer. Wandern, der Wanderer. Oder er wandert, du wanderst und so weiter. Aber wenn wir über Nahu reden, dann hat es mit dem Satz zu tun. Also genauso wie im Deutschen, wenn wir zum Beispiel sagen, der Mann ist. Oder die Mutter füttert das Kind. Also Akkusativ, Genitiv, Objekt und so weiter. Das hat dann eben mit Nahu zu tun. Im Arabischen wäre es dann mit Dhamma, Kasra am Ende oder Fetha zum Beispiel. Fangen wir dann an. التدريب تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. تبادل und schreibt euch das auf. تبادل bedeutet Austausch, السؤال, der Fragen والجواب und der Antworten مع زميلك mit deinem Kamerad. كما في المثالين. Genauso wie in den beiden Beispielen. Und ihr achtet hier مثالين. Eigentlich haben wir immer Mithal gesagt. Mithal bedeutet Beispiel. Beide oder zwei Beispiele, Mithalain. Also man fügt den Ja und den Nun hinzu. Al-Mithal al-Awwal. Der erste Beispiel. Ein al-Mi'taf. Wo ist der Mantel? Oder die Jacke? Hatha huwa al-Mi'taf. Das ist der Mantel. المثال الثاني der zweite Beispiel أين الغرفة wo ist das Zimmer هذه هي الغرفة das ist das Zimmer natürlich غرفة auf Arabisch ist weiblich gehen wir hier runter und benutzen diese Wörter um diese Fragen zu stellen ich versuche das mal so okay So, Nebda ma Abdul Baqi. Wir fangen mit Abdul Baqi an. Eben, du wirst jetzt also fragen, wo ist der Sohn? Und dann sagst du, das ist der Sohn. Eine Ibnu? Einel, oder... Aina ibnu? Du musst den L hinzufügen. Aina ibnu. Aina ibnu. Hadihi hiyal ibnu? Ist ibn Muzakkar oder Muannas? Weiblich oder männlich? Männlich. Das bedeutet, du kannst nicht Hervi hier benutzen und auch nicht hier. Du musst dann den ersten Beispiel benutzen. Hada huwa al-ibnu. Mumtaz, genau. Yusuf, Musalla. Aina Musalla? Hada huwa Musalla. Okay. Hier müsste man nochmal ein bisschen nochmal recherchieren, ob jetzt Musalla. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob Musalla jetzt Musekir oder Muannas ist. Weil eigentlich alle, wie wir gesagt haben, alle, die am Ende so ein Elif Maksura haben, müssten eigentlich weiblich sein. Deswegen, Wallahu alam, ich muss jetzt, müsste dann danach schauen. Okay. Wenn es jetzt weiblich wäre, dann wäre es die hier Musalla. Genau, richtig, ja. Okay. Abdul Baqi, Masjid.
Ich weiß jetzt nicht, ob das männlich oder weiblich ist. Das ist männlich. Ein Masjid. Hier, das ist der Masjid. Kannst du nochmal wiederholen die Antwort? هذا هو المسجد. Genau, ممتاز. مسجد. Genau, ja. Jetzt Musalla ist Muzakkar. Und davon gibt es auch weiblich Musallia. Also der Ja bekommt dann 2 Punkte. Und dann fügen wir auch noch ein Ta Marbuta hinzu. Wallahu alam. Okay, jetzt Yusuf. Hammam. أين حمام؟ هذا هو حمام. هذا هو الحمام. Nicht vergessen den L hinzuzufügen. Also das ist die Toilette. هذا هو الحمام. ممتاز. Okay. الآن سورة عبد الباقي. أين السورة؟ أين السورة؟ أين السورة؟ Es gibt bei dem L, also bei dem Artikel, gibt es immer Lam al-Shamsiyya und Lam al-Qamariyya. Was sind diese beiden? Lam al-Shamsiyya ist, wenn der Buchstabe zu denen gehört, wo ein Shadda kommt. Also der L wird nicht ausgesprochen. Wie zum Beispiel Sonne. Es-Shams, die Sonne. Es-Shams. Okay? Man sagt nicht El-Shams. Und Qamar, Mond, sagt man El-Qamar. Man sagt nicht Al-Qamar. Und Sura gehört zu diesen Lam al-Shamsiyya, wo der L nicht ausgesprochen wird und stattdessen ein Shadda bei dem eigentlichen Wort hinzugefügt wird. Also As-Sura und nicht El-Sura. Okay? Ja. Aina As-Sura. Naam. Ja. هذا هو السورة. السورة مؤنث. wegen dem Thema مربوطة. Achso. Okay. Dann sagen wir was? السورة. هذه هي السورة. هذه هي صورة أصور. Weil هذا okay. ist weiblich, männlich, tut mir leid. Und هو ist der er. Und هذه ja. ist weiblich und hier ist sie. Okay. Yusuf, شجرة. أين الشجرة؟ هذه هي الشجرة. ممتاز. نظارة عبد الباقي. أين النظارة؟ أين النظارة؟ yeah. هذا هو النظارة. نظارة مؤنث. بيجي أنت مربوطة. هذه هي النظارة. ممتاز. هذه هي النظارة. نعم. يوسف ابنة. Ich habe mal eine Frage bei Nazara, wenn es okay ist. Ja, bitte. Wenn ich jetzt Aina sage und dann direkt zu Nazara, mache ich das nur mit Shadda? Genau, Aina Nazara. Okay. Ich will mir nur sicher gehen. Tamam. Aina Ibna. Hadi hier Ibna. Aina Ibna. Aina Ibna. Hadi hier Ibna. Genau, um das. Natürlich mit diesen Elif Maksura und Elif, also dieses, wie soll ich sagen, Elif, ich gehe mal nochmal zurück. Natürlich hier unten, jetzt diesen Elif da unten, der keine Hemse hat, den nennt man Hemset Wassel. Wassel bedeutet verbinden. Weil wenn ich jetzt ein Wort davor habe oder einen Buchstaben davor, dann muss ich verbinden. Wabna zum Beispiel. Und eine Tochter. Wabna.
Und das nennt sich dann Hemzat Wasl. Und es gibt Hemzat Qata', das zerbricht oder das schneidet, das trennt. Und das ist, wenn Hemza ist. Sehr viele Menschen machen diese Fehler, also mit diesen Hemzat Wasl und Hemzat Qata'. Die können das nicht unterscheiden. Ich hatte sogar einen Freund, mit dem ich öfters zur Büchermesse gegangen bin hier in Kairo. Und wenn er ein Buch gelesen hat, mit der Überschrift, wo ein Hemzat Qata' steht, also wo ein Hemza da ist, wo eigentlich gar kein Hemza sein sollte, ist er richtig ausgeflippt. Subhanallah. So. التدريب الثاني تبادل السؤال والجواب مع زميلك. Wir haben hier zwei Beispiele für einen Dialog. المثال الأول أين سعيد؟ Wo ist سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. Natürlich, die Wörter haben wir von unten. Wir haben Sa'id, Ghurfa, Iqra al-Quran. Und dann machen wir daraus eine Frage und eine Antwort. Aina Sa'id? Wo ist Sa'id? Sa'idun fil Ghurfa. Sa'id ist im Zimmer. Iqra al-Quran. Iqra, er liest al-Quran. Al-Misal al-Thani, der zweite Beispiel, oder das zweite Beispiel. Aina Sa'ida? Das ist jetzt weiblich. Sa'ida fil Ghurfa. تقرأ القرآن. Sie ist im Zimmer und liest Koran. Der Unterschied يقرأ, wenn es männlich ist, und تقرأ, wenn es weiblich ist. So. Wenn ihr keine Fragen habt, dann gehen wir runter. Und hier haben wir wieder zwei Beispiele. Wir haben صالح المسجد يصلي. Das bedeutet, die Frage ist, wo ist صالح? Er ist in der Moschee, er betet. Abdul Baqi, kannst du das machen? Vorlesen? Nee, du musst die Frage bilden und die Antwort dazu. Oder willst du helfen? Ich gebe dir ein bisschen Hilfe. Jetzt, wir haben Salih, okay? Wir haben oben gesagt, eine Salih. Wo ist Salih? Wenn du jetzt sagen möchtest, wo ist, tut mir leid, eine Sa'id, wo ist Sa'id? Wenn ich jetzt fragen möchte, wo ist Salih? Was sage ich? Salih. Wir sagen einfach mal, eine. Wir haben das Wort eine. Und dann fügen wir Salih hinzu. Aina Salih. Ja. Okay. Hm. So, jetzt haben wir Masjid. Wir müssen sagen, Salih ist in der Moschee. Wir hatten oben ein Beispiel, wo wir gesagt haben, Sa'id fil Ghurfa. Jetzt musst du Ghurfa nur austauschen und dazu Masjid hinzufügen. Salih fil Masjid. Mumtaz. Genau. Und jetzt, er betet. Wie nochmal? Er betet. Hua yusallu? Yusalli. 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 Also, ein Salih, hua fil Masjid, hua yusalli. Fertig. Einfach oder schwer? Eigentlich einfach. Okay. Ja. Al-An Yusuf, jetzt ist Yusuf dran. Saliha al-Musalla und Tusalli. Aina Saliha? Naam. Hiya fil ahwa Saliha fil Musalla. Mumtaz. Hiya Tusalli. Raya. Okay. Jetzt gehen wir runter. Immer diese. Einen Moment. Ich habe gerade auf den, wie heißt das, drauf geklickt. Jetzt muss ich wieder irgendwie die Seite finden. Das ist jetzt Al-Usra. Ich muss zurück.
Das ist ein bisschen nervig, wenn das Bildschirm so klein ist. So, wir sind jetzt hier wieder. Abdul-Baqi, wir haben jetzt Sharif, Al-Hammam und Yatawadda. أين الشريف؟ Na. الشريف في الحمام. Na. هو يتوضأ. Genau, هو يتوضأ. Okay, Yusuf, Sharifa, البيت تتوضأ. أين شريفة؟ شريفة في البيت هي تتوضأ. أحسنت. Nächste Seite. التدريب الثالث. تبادل السؤال والجواب مع زميلك في المثال. Wir haben hier das Beispiel. Man hada, wer ist das? Hada walidi, das ist mein Vater. Adnan, er heißt Adnan. Huwa Muhandis, er ist Ingenieur. Natürlich von den Wörtern walid, Adnan, Muhandis. Wir machen das jetzt so, dass eben Abdul Baqi zum Beispiel fragt und dann Herr Yusuf antwortet. Und beim nächsten umgekehrt. Abdul Baqi, ibda, fang an. Wir haben jetzt an Omar und Mudaris. Onkel, Omar und Lehrer. من هذا؟ من هذا؟ نعم، يوسف. هذا عمر. Also jetzt Abdul Baqi hat gesagt, man hada. Jetzt ist Yusuf dran, er antwortet. هذا عم. عمر. هذا عم عمر. Ganz kurz. Wir haben jetzt oben gesagt, هذا والدي عدنان. Das bedeutet, wir müssen sagen, das ist mein Vater, عمر. Ich habe gesagt, هذا عم عمر. Oder ist falsch? Na, من هذا؟ هذا عم عمر هو مدرس. Ach so, okay. Da musst du sagen so, هذا عمي, mein Onkel, عمر. Ah, okay, verstehe. Okay. هذا عمي عمر هو مدرس. رائع. Okay. Jetzt Yusuf, du fragst. أين من هذا؟ هذا والدي سالم. جدة. هذا والدي جدة. والدي هو فقط والدي musst du jetzt Opa sagen. هذا جدي. هذا جدي عدنان هو طبيب. Ganz kurz. هذا جدي. Anstatt عدنان musst du jetzt سالم benutzen. هذا جدي سالم. هذا جدي سالم. Er ist Arzt. هو طبيب. Okay. Machen wir weiter. Also wir haben gesagt, man hada, hada jaddi salim, huwa tabib. Wer ist jetzt beim Fragen drin? Ich glaube Abdul Bari. Man hada. Hada achi salih, huwa talib. Mumtaz. Man hada. هذا صديق. هذا صديق. Du musst sagen, mein Freund. علي. Wenn du mein Freund sagen möchtest, was sagst du?
صديقي Genau, هذا صديقي علي. هو معلم. معلم. أخطأ. معلم. أوكي. التدريب الرابع. حول كما في المثال. Also Ende wie im Beispiel. Wir haben hier Walid Adnan, der Vater oder Vater und Adnan. Das Beispiel ist هذا والدي Adnan. هذا والده Adnan. Der Unterschied ist هذا والدي, das ist mein Vater Adnan. هذا والده, das ist sein Vater Adnan. Also والدي und والده. Wenn wir diese Possessivpronomen benutzen, dann ist es immer am Ende des Wortes. Indem wir zum Beispiel ja hinzufügen für mein und her hinzufügen für sein. Und die restlichen werden wir, glaube ich, dann noch später lernen. So, wisst ihr jetzt, wie die Aufgabe gehen wird? Inshallah. Fangen wir mit Yusuf an. Walida und Khadija. هذه والدة خديجة. Meine Mutter. هذه والدة هذا والدتي صح؟ هذه والدتي. هذه والدتي. أنا ما بتفتين والله. كم عندك أنا يا. أوكي. هذه والدتي خديجة. هذه والدتي خديجة. jetzt bei männlich oder? Das wird immer jetzt genau der Dhamir, also هذا wird zu هذه والدته. Okay. والله بدهم نروح ما دي دينكس. Dann sage ich mal das und ihr macht dann die nächsten. Ja, bitte. Als erstes, هذه والدتي خديجة. Diesen T bleibt. Und dann fügen wir einfach nur hier hinzu. Und der T wird automatisch ein Kessra haben. T. والدتي. Beim zweiten, هذه والدته. Weil wir haben ja والده oben und der Dal hat ein Dhamma. Das bedeutet, der Ta wird auch ein Dhamma haben. Walidatu. Und dann fügen wir einfach den Ha hinzu. Walidatu hu. Khadija. Verstanden oder immer noch schwer? Ich habe verstanden. Aber soweit ich weiß, verzeih mir, Herr Sheikh, ich habe verzeih mir, ist es nicht bei weiblichen, dass man so Ha macht? Oder? Hier ist ja die Sache, der Satz heißt ja, das ist seine Mutter. Ah, Tayyib, okay, verstanden, verstanden. Also jetzt, هذه والدتي خديجة. هذا والدته. هذه والدته, genau. خديجة. خديجة, صح. طيب, شفا شاء الله. Jetzt, عبد الباقي. أخت und سلمى. هذه أختي سلمي سلمى سلمى هذا weiblich والي هذه والدته. Du musst immer noch bei أخت sein. Seine Schwester. هذه أختي أخته أخته سلمى. Genau, richtig. يوسف عم und عثمان. هذا عمي عثمان. هذا عمه عثمان. رائع, genau.
Jetzt Abdelbaki, Ibn und Ali. هذا ابني علي. Ja. هذا والده علي. والد مسلم مع ابن austauschen. هذا ابن علي. ابنه علي. أصل ابنه علي. Das ist sein Sohn Ali. Okay. Jetzt haben wir Amma, die Tante, und Aisha. Yusuf? هذه عمتي عائشة. Okay. هذه عمته عائشة. Genau, richtig. Abdul Baki? هذا صديقي أحمد. هذا صديقه أحمد. Genau, richtig. Natürlich, am Anfang kommt es durcheinander. Also man muss so nachdenken, so was ist das und so weiter. Aber sobald man irgendwie die ganze Zeit das wiederholt mit den Leuten, dann wird es ganz normal. So, hier haben wir nur so eine Khulasa, Mulachas, eine Kurzfassung. Al-Tarakib. Jetzt hier, Ayn al-Mi'taf, Ayn al-Nazara, Ayn al-Sa'id, Ayn al-Sa'ida. Wenn wir nach einer Sache fragen, sei es männlich oder weiblich, oder nach einer Person, dann sagen wir einfach nur Ayn und die Sache. Natürlich nicht den Al-Ta'rif vergessen, also den Artikel. Jetzt eine kleine Frage an, ich frage mal Yusuf. Warum haben wir nicht gesagt, Ayn al-Sa'id? Bezogen auf was? Jetzt, wir haben ja gesagt, Ayn al-Mi'taf und da haben wir Artikel hinzugefügt, L. Wir haben gesagt, Ayn al-Nazara haben wir auch L hinzugefügt. Warum haben wir nicht bei Sa'id und bei Sa'ida Ayn al-Sa'id gesagt? Oder Ayn al-Sa'ida? Weil Sa'id ein Name ist und genau. Das andere halt, sag mal jetzt Gegenstände oder halt Sachen. Also genau, ein Objekt. Ja. Ja, weil der Name eben selbst Mu'arraf ist. Also auf Arabisch sagen wir Mu'arraf, Ma'rifa und Nakira. Bestimmt und unbestimmt. Und der Name ist selbst bestimmt und eine Sache muss dann eben durch einen Artikel bestimmt werden. Oder durch andere Sachen, die wir noch lernen werden. Nummer zwei. Man hadha, man hadhihi, wie zum Beispiel, was ist das? Oder, ja, was ist das? Was ist das, weiblich, männlich? Man enta, wer bist du? Männlich. Man enti, wer bist du, weiblich? Man hua, wer ist er? Man hier, wer ist sie? Hua yatawadda, er macht die Ritualwaschung. Huwa yusalli, er betet. Huwa yaqra, er liest. Hiya tatawadda, sie macht die Ritualwaschung. Hiya tusalli, sie betet. Hiya taqra. Wir haben jetzt so viele Wörter gelernt, dass wir so viele Verbindungen machen können, so viel verbinden können. Sa'id und Sa'ida fi, al-Masjid, al-Masjid. Also jetzt, sei es eine weibliche Person oder eine männliche Person, ist in, fi, fi bedeutet in, al-Masjid in der Moschee, al-Musalla im Gebetsraum, al-Ghurfa im Zimmer, al-Hammam in der Toilette. Und so können wir alle anderen Orte auch hinzufügen. Dann haben wir Khamsa, hadha au hadhihi. Huwa, hier, also hadha huwa al-Mi'taf, das ist der Mantel, die Jacke. Hadha huwa al-Masjid, das ist die Moschee. Hadha huwa al-Musalla, das ist das Gebetsraum. Hadhihi hier al-Nazara, das ist die Brille.
هذه هي المهندسة, das ist die Ingenieurin, هذه هي الطبيبة, das ist die Ärztin. Dann haben wir 5. Ich meine 6. هذا والدي عمار, das ist mein Vater, عمار. هذا والده عمار, das ist sein Vater, عمار. هذا جدي عمار, das ist mein Opa, عمار. Das ist sein Opa, هذا جده عمار. هذا عمي عمار, das ist mein Onkel, عمار. Und هذا عمه عمار, und das ist sein Onkel عمار. Wenn wir zum Weiblichen kommen, genau das Gleiche. هذه والدتي آمنة, هذه والدته آمنة, also das ist meine oder seine Mutter آمنة. هذه جدتي آمنة, أو هذه جدته آمنة, das ist meine oder seine Oma آمنة. Und هذه عمتي آمنة, هذه عمته آمنة, das ist meine oder seine Tante آمنة. 7. هو طبيب, er ist Arzt. هو مدرس, er ist Lehrer. هو مدرس meine ich. هو مهندس, er ist Ingenieur. هو طالب, er ist Student. 8. هي طبيبة, sie ist Ärztin. هي مدرسة, sie ist Lehrerin. هي, ich wiederhole nochmal, هي مدرسة, sie ist Lehrerin. هي مهندسة, sie ist Ingenieurin. Und هي طالبة, sie ist Studentin. Und hier bleiben wir inshallah stehen. Hat jemand Fragen? Ich habe keine Frage. Warte. Hast du eine Frage oder hast du gar keine Frage? Ich habe keine Frage, danke schön. Dann bleiben wir hier stehen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.